Kardinal Reinhard Marx im Fußballfieber. Beim Jahresempfang der Erzdiözese München und Freising zeigte er sich sportlich. Im Torwandschießen trat der Erzbischof gegen den Diözesanratsvorsitzenden Hans Tremmel an und gewann 1:0. Wie übrigens auch einst Kardinal Julius Döpfner. Zuvor hatte Kardinal Reinhard Marx in seiner Rede betont, dass die Kirche auch heute ein zentraler Ort für den Zusammenhalt und die Begegnung von Menschen sei, was auch der Empfang zeige. Es ist ein Anlass auch, um Dankeschön zu sagen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Die vielen, vielen Ehrenamtlichen, die ja auch aus dem ganzen Bistum kommen, dass man ihnen auch einmal persönlich Danke sagen kann für das großartige Engagement und auch den Kooperationspartnern, den Gesprächspartnern in der Gesellschaft und in der Politik. Der Diözesanratsvorsitzende erklärte, dass es wichtig sei, dass Priester und Laien gemeinsam brennende Themen diskutierten, um die Kirche nach vorne zu bringen. Wie geht es jetzt zum Beispiel auch bei der Thematik mit geschiedenen Wiederverheiraten, mit Sexualmoral so weiter, dass man jetzt sagt, was die Kirche sagt, das interessiert uns eigentlich nicht mehr, sondern dass man einfach sieht, dass also die Freude auch am Evangelium, wie der Papst das ja in seiner Enzyklika formuliert hat, dass die auch bei uns drinsteckt, dass es geht um Verantwortung für Partnerschaft, es geht auch um die Freiheit der Bindung, es geht tatsächlich auch um das, dass man scheitern kann, aber dass man als Kirche dann auch wieder versöhnend die Hand reicht, dass man Jesus Christus nicht den Menschen vorenthält als Strafe, sondern dass dieses lebendige Lebensmittel, von dem ich ja gesprochen habe in der Rede, dass das eben auch zu den Menschen wirklich auch kommt. Und da sind wir auch gemeinsam verantwortlich, nicht nur die Priester, sondern Männer und Frauen auch in den Pfarrgemeinden. Die Begegnungen beim Sommerempfang des Kardinals sind inzwischen ein fester Bestandteil im gesellschaftlichen Kalender Münchens. Dieses Jahr waren rund 600 Gäste aus Kirche, Politik und Gesellschaft mit dabei. Wir fühlen uns als Kirchen miteinander verbunden und deswegen ist es auch ein bisschen ein Ausdruck davon, dass uns die enge Beziehung zur katholischen Kirche sehr wichtig ist. In vieler Hinsicht arbeite ich auch selbst mit Kardinal Marx sehr eng zusammen. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Und natürlich ist es auch eine wunderbare Gelegenheit, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich, dass, wie der Kardinal das angesprochen hat, sich viele kirchliche Gemeinden auch aktiv für Flüchtlinge engagieren, nicht nur politische Forderungen erheben, sondern sich auch selbst einbringen, zum Beispiel wenn es um die Betreuung von Flüchtlingen geht, wenn es darum geht zu schauen, wie kann man den Kindern helfen, wie kann man helfen, dass die sich gut integrieren. Und das ist gut und wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten und Jahren noch mehr zu uns kommen werden. Und wenn da gerade mit Menschen aus dem kirchlichen Bereich engagiert mithelfen, bin ich einfach dankbar. Also ich habe schon ein paar Dekanatsratsvorsitzende gesehen, wo es einfach wichtig ist zu schauen, wie geht es in den Dekanaten und dafür kann man das wunderbar gleich mit einem Dienstgespräch verbinden sozusagen. Es ist ein Gemeinschaftsspiel, zu dem viele eingeladen sind und es ist toll, dass viele gekommen sind. Wir haben heute zwar nicht so ein optimales Wetter, aber es geht mit den Zelten und mit den Räumen innen, mit den Räumen hinten im Schloss. Einfach schön, dass so viele da sind und man gut ins Gespräch kommt. Die katholische Kirche ist ein ganz wichtiges Element im Freistaat Bayern und deswegen ist die Staatsregierung natürlich auch bemüht, ein gutes Verhältnis zu pflegen. Und wer vom Kardinal zum Sommerfest geladen ist, das ist auch eine besondere Gruppe von Menschen, die in der Gesellschaft Verantwortung tragen. Unser Sommerfest, Kardinal hat es ja in der Rede gesagt, dient dazu, miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber neben guten Gesprächen zeigten sich auch andere Gäste sportlich. Tobias Eschenbacher, Oberbürgermeister von Freising, kickte gegen Finanzdirektor Markus Reif.